Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und damit herzlich willkommen beim besten YouTube-Kanal aller Zeiten. Spaß, es ist nur der zweitbeste. So, unser ist gestorben, trifft ja am morgigen Sonntag auf den Wolfsberger AC auswärts. Also, es ist mal wieder das Pack-Derby. Eigentlich ein bisschen lächerlich, die ganze Bezeichnung für mich ist es und ich glaube auch für so ziemlich alles ist es ja nicht wirklich ein Derby. Es ist eher mehr ein Nachbarschaftsduell. Das ist wie wenn du sagst, Admira hat dann gegen Rapid irgendwie ein Derby, obwohl das auch zwei verschiedene Bundesländer sind. Also ähnlich ist es da auch so bei uns behaftet. Von dem her, naja, es ist einfach ein Nachbarschaftsduell gegen den Kärntner Bundesligisten. Und es sieht ja im Moment bei uns nicht so schlecht aus. Man hat die Cup-Hürde Altach relativ souverän übersprungen mit diesem 4:1-Sieg zuletzt. Da ist auch in der Liga sehr, sehr gut unterwegs. Hat eben auch den Angstgegner Mattersburg wieder bezwingen können. Auch das 3:0 gegen die Austria etwas zuvor auch nicht zu vergessen und, und. Also im Moment sieht es ja wirklich gut aus bei unseren Schwarz-Weißen. Man ist immer noch Tabellenführer, hat auch ein kleines Punktepolster auf die Salzburger. Und naja, da spricht ja eigentlich alles für unsere Jungs im Grunde. Personelltechnisch habe ich jetzt die Pressekonferenz eben noch nicht gesehen. Das Video kommt jetzt ein bisschen früher. Ich gehe mal davon aus, wenn alle fit sind, außer wahrscheinlich Spendelhofer, naja, dann wird man keine gröberen Überraschungen erleben. Zuletzt wurde Marisic ja geschont und Scheusengeier durfte im Cup durchaus überzeugend, finde ich, auch ran. Und da gehe ich mal davon aus, wird Marisic wieder zurück den Weg in die Startelf finden. Ansonsten, klar, vorne schon muss man bald schon vom neuen magischen Dreieck reden. Danny Alla, Husbeck und Röcher, die drei brillieren wirklich wunderbar miteinander und ich hoffe natürlich, dass das auch so weitergeht. Naja, zum WRC, die Wolfsberger eigentlich gar nicht so schlecht dabei in der heurigen Saison. Ist natürlich ein Gegner, der dir auch wehtun kann. Das erste Duell war ja auch schon recht knapp. Ein 2:1 in Graz. Also da hatte man durchaus auch seine Mühen. Man hat dann am Ende auch gewonnen. Aber man darf Wolfsberg auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die haben uns ja im letzten Duell in Wolfsberg ja ziemliche Schmerzen zugefügt. Also rein mental, versteht sich. Das war ja das bittere 0:1 am letzten Spieltag der Vorsaison. Und naja, das hat uns jetzt unter anderem am Ende den zweiten Platz und den Vizemeistertitel dann gekostet. Die Austria hat ja parallel 6:1, wenn ich mich da nicht vertue, bei der Admira gewinnen können. Und naja, es hätte ohnehin da nicht gereicht. Aber ja, das hat schon ziemlich geschmerzt, dieses ganze Auftreten da in Wolfsberg. Es war ganz nebenbei auch das letzte Spiel von Joachim Stanfest, das Profifußballer. Der ist ja mittlerweile Cheftrainer bei unseren Amateuren. Und tja, apropos Cheftrainer, da ist man natürlich irgendwo am Thema Franco Foda nicht vorbeigekommen in den letzten Tagen. Er flirtet ja anscheinend intensiv mit dem Teamchefposten. Also es sieht danach aus, dass er das österreichische Nationalteam übernehmen könnte. Ich glaube es ganz ehrlich, erst wenn das Ganze fix ist. Es scheint schon relativ konkret zu sein, aber ich will mich da gar nicht zu sehr an den Gerüchten jetzt wirklich beteiligen, ohne die Details da genauer zu kennen. Von dem her lassen wir uns überraschen. Die Welt wird auch nicht untergehen, sollte uns unser Cheftrainer verlassen. Aber aktuell passt das gesamte Konstrukt Sturm Graz recht gut zusammen und ich glaube, da wäre es im Sinne aller Beteiligten, wenn man den Trainer zumindest bis Saisonende noch weiterhin halten könnte. Aber naja, da sind eben auch Faktoren dabei, die man wohl von außen nicht beeinflussen kann. In dem Sinne sollte sich die Mannschaft einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Das ist auch das, worauf ich hinaus möchte. Einfach von Spiel zu Spiel denken, sich da nicht von Störfeuern außen wie möglicherweise ihnen beeinflussen lassen und dann wird man auch weiterhin eben die guten Leistungen konservieren können. Und ich glaube, dann steht einem Dreier in Wolfsberg auch überhaupt nichts im Weg. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns einfach zum Nachbericht wieder hier bei The Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.